Leute, da bin ich wieder nach einer schönen Urlaubswoche in den Bergen. Yay! Und einer nicht so schönen Familienkrankheitswoche. Bin ich also wieder am Start und deshalb gibt's jetzt auch wieder die News. Fangen wir an mit The Division. Da war nämlich so einiges los in den letzten Tagen. Am Dienstag hatte Ubisoft ein Patch 1.1 veröffentlicht, der einige Fehler beheben sollte und den kostenlosen DLC integrieren sollte. Allerdings gab es noch einen Haufen Probleme gratis mit dazu. Das fing zum Beispiel damit an, dass die täglichen Herausforderungen im Schwierigkeitsgrad herausfordernd verschwunden waren, also einfach nicht mehr da waren. Aber das war noch nicht das größte Problem, denn ziemlich schnell beklagten sich Xbox One-Spieler, dass ihre kompletten Charaktere weg waren. Die Erklärung von Ubisoft folgte relativ bald über das Forum, da sagte ein Community-Manager, ja, der Fehler wurde durch einen nicht funktionierenden Server verursacht, der die Charakterdaten nicht korrekt synchronisiert hat und sie stattdessen beschädigt hat. Und dann konnte der Spielclient eben nicht mehr die Charakterdaten lesen und hat gedacht, naja, dann gibt's die halt einfach nicht. Jetzt, wo die Wurzel des Übels erkannt wurde von den Entwicklern, wurde natürlich jetzt auch relativ schnell schon an einem Patch gearbeitet, der hoffentlich jetzt, wo wir dieses Video hier online haben, auch schon funktioniert. Allerdings, kleiner Wermutstropfen, aufgrund dieses Fehlers werden halt alle Charakterdaten, die wieder repariert werden, auf den Stand des 12. April 9 Uhr morgens zurückgesetzt. Naja, besser als ganz weg, aber schön ist das nicht. Beneath the shadow of an evil, a new enemy has arisen. Here, on this island, they had no idea of what they would unleash. Nächste Woche am 19. April erscheint der zweite Download-Content für Call of Duty Black Ops 3 namens Eclipse. Zumindest erscheint der für PlayStation 4. Xbox One und PC-Spieler müssen noch ungefähr einen Monat warten. Da gibt es noch nicht mal einen genauen Release-Termin. Aber Activision hat natürlich einen neuen Trailer veröffentlicht. Den seht ihr hier auch schon laufen. Und der zeigt das enthaltene Zombie-Kapitel Zetsubou no Shima, was auf Deutsch ungefähr so viel heißt wie Insel der Verzweiflung. Da geht's nach den obligatorischen Nazi-Zombies, jetzt also den japanischen Zombies auf Pazifikinseln, an den Kragen. Außerdem enthält der DLC 4 neue Multiplayer-Karten, nämlich Spire, Rift, Knockout und Verge, wobei Verge eine Neuauflage der Map Banzai aus Call of Duty World at War ist. Ich komme! Alle Dark Souls-Fans sind gerade mittendrin im Release-Rausch von Dark Souls 3. Die ersten haben das Spiel ja auch schon durch, aber keine Sorge, für Nachschub ist gesorgt. Denn Steamforge Games, die arbeiten in Kooperation mit Bandai Namco an einem Tabletop zu Dark Souls. Das verspricht sehr spannend zu werden. Es gibt einige Infos schon, zum Beispiel, dass es für 1 bis 4 Spieler sein soll und angeblich das härteste Brettspiel, das ihr je gespielt habt. Naja, wen wundert das auch bei der Lizenzvorlage? Das Kampfsystem und auch das Gegnerverhalten soll wohl ein sehr strategisches Spielen erfordern und auch, dass man mit seiner Ausdauer gut haushält. Also ganz ähnlich wie die Videospielvorlage. Außerdem werden zahlreiche Bosse und Minibosse mitkommen als Figuren, wobei dann, wenn man die im Spiel quasi zu bekämpfen hat, keine Begegnung sein soll wie die andere. Also es wird sich immer wieder neu verhalten. Und natürlich werden auch Figuren aus allen Dark Souls-Teilen dabei sein, also eben nicht nur aus den ersten beiden, sondern auch schon aus Dark Souls 3. Darunter auch Ornstein and Smoke. Dieses Bild wurde schon veröffentlicht von den beiden Figuren. Wenn ihr jetzt sagen wollt, boah, geil, ich will das haben, wo finde ich das? Im Moment ist es ja noch in der Entwicklung, aber nächste Woche am 19. April startet die Kickstarter-Kampagne und da wird es dann sicherlich erstens noch mehr Infos geben und zweitens auch Details, was die Preise und vor allem auch das Release-Datum angeht. Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt doch einfach Steamforge Games auf Twitter oder auch auf Facebook, da werden die das dann zugeben. Zeit bekannt geben. People like you always want to be the hero. The problem with being a hero is you have to be willing to die for what you believe in. If I were you, I wouldn't try so hard. You'll live longer.
Yes, das ist ein Teaser zu Titanfall 2, was hiermit offiziell angekündigt ist, wobei es ja nun wirklich kein Geheimnis war, dass dieses Spiel in Entwicklung ist. Das Video ist zwar kurz, aber die Kollegen von GameSpot haben sofort einige Hinweise darin versteckt gesehen. Zum Beispiel die Kapsel, wenn man sich die genauer anschaut, da steht links auf der Seite der Name James McAllen. Tja, der Name ist Titanfall-Veteranen bekannt, denn der taucht durchaus im ersten Teil auf, stirbt aber, also könnte das bedeuten, dass es sich hier um ein Prequel handelt. Außerdem kommt ja am Ende dieses Schwert ins Bild und wenn man sich das genauer anguckt, da ist eine Seriennummer drauf verzeichnet, die heißt MOB1316/P/S4/R2X1. Doppelpunkt P-C38, wenn ihr da jetzt nicht richtig folgen konntet, ist ganz egal, denn bei genauer Analyse stehen da vielleicht ein paar Plattformen versteckt, nämlich man kann da ein bisschen rauslesen PS4, man kann da rauslesen X1 für Xbox One, man kann da rauslesen PC und R2, das ist angeblich der interne Arbeitstitel für Titanfall 2. Bleibt noch die Frage, wofür MOB1316 steht, das könnte zum Beispiel stehen für Multiplayer Open Beta oder vielleicht auch für einen möglichen Release-Termin, da dürft ihr gerne mitspekulieren, ansonsten bleibt uns allen nichts weiteres ab, als bis zur E3 zu warten, denn im Rahmen der Electronic Arts Pressekonferenz am 12. Juni wird Titanfall 2 dann das erste Mal richtig gezeigt. Und wo wir gerade beim Thema E3 sind, im Juni findet ja die Messe in Los Angeles statt und Microsoft hat jetzt bekannt gegeben, wann deren Pressekonferenz sein wird und zwar ist die am Montag, 13. Juni um 18.30 Uhr deutscher Zeit. Es gibt auch schon erste Gerüchte, die kursieren, dass da möglicherweise ein neues Xbox One Modell vorgestellt wird, ein Slim Modell möglicherweise, aber das sind alles erstmal nur Gerüchte. Noch ist nicht bekannt, wann Sony seine Pressekonferenz abhalten wird, aber das wird wahrscheinlich wie immer irgendwie in der Nacht zum Dienstag sein. Auch Ubisoft und Nintendo haben noch nicht terminiert. Was schon bekannt ist, ist, dass Electronic Arts seine Pressekonferenz am Sonntag hat, 12. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit. Und das ist ja eingebettet in dieses EA Play Event, da haben wir schon mal von berichtet, denn Electronic Arts hat keinen Stand auf der Messe selber, sondern hält im Nokia Center, was direkt neben der Messe in Los Angeles ist, eine Art Community-Event an und zeigt eben da seine Spiele. Ein ähnliches wird es übrigens auch in London geben für die europäischen Pressevertreter. Außerdem folgt Bethesda dann um 4 Uhr in der Nacht zum Montag mit seiner Pressekonferenz und die PC Gaming Show, die startet schon am Montag, 13. Juni, 21 Uhr deutscher Zeit. Wann, wo, wie weitere Pressekonferenzen stattfinden, da werden wir euch natürlich hier auf dem Laufenden halten. Alle werden natürlich auch über Twitch und ähnliche Kanäle live übertragen, aber bis Juni ist ja noch reichlich Zeit, das nur schon mal so als kleine Terminankündigung. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ganz sicher ebenfalls auf der E3 sehen werden wir Gears of War 4. Dazu wurde jetzt auch ein erstes Video veröffentlicht und wir sehen den Hauptcharakter, den neuen, namens JD Phoenix. Der Name kommt euch sicherlich bekannt vor, denn er ist der Sohn von Marcus Phoenix. Das Ganze spielt 25 Jahre nach Gears of War 3 und der Sohn tritt natürlich in die Fußstapfen seines muskulösen Vaters. Release ist am 11. Oktober für Xbox One, wobei allerdings Gerüchten und einigen Spekulationen zufolge eine PC-Version nicht ganz so unwahrscheinlich ist. Außerdem zusätzlich zu diesem Teaser-Video hat Microsoft noch eine Handvoll etwa 10-sekündiger Gameplay-Videos hochgeladen und es gibt auch Infos zur Open Beta, die ja demnächst stattfindet, da haben wir ebenfalls schon mal drüber berichtet. Da kriegt man ja eigentlich den Zugang zu, wenn man die Ultimate Edition gespielt hat, die ist aber in Deutschland ja nie offiziell erschienen, also gibt es ein kleines Problem für deutsche Spieler. Deshalb hat Microsoft jetzt extra eine Website eingerichtet, die findet ihr unter xbox.com/. Dort findet ihr ab dem 18. April ein Formular, in das ihr euch eintragen könnt. Dieses Formular ist dann bis zum 24. April aktiv oder vielleicht auch schon vorher nicht mehr, je nachdem, ob schon alle Beta-Codes vergeben sind. Bedingungen dafür sind, ihr müsst ein aktiver Xbox Live-Nutzer sein und über 18 Jahre. Enix hat einen neuen Trailer veröffentlicht zu Star Ocean Integrity and Faithlessness und der zeigt vor allem das Kampfsystem etwas genauer. Das läuft natürlich in Echtzeit ab
und soll wohl Kampf und Erkundung nahtlos miteinander verbinden. Im Kampf steuert man dann bis zu 6 Charaktere und übrigens, wenn euch das näher interessiert, dann geht mal auf den Square Enix Germany YouTube-Kanal. Da sind auch nochmal 2 Charaktertrailer zu Fiore und Victor online gegangen. Release des Rollenspiels ist am 1. Juli für PlayStation 4. Es ist auch schon jetzt vorbestellbar. Falls ihr da Bock drauf habt und uns gleichzeitig supporten wollt, dann nutzt bitte den Amazon-Link in der Videobeschreibung. Kleiner Hinweis aber an alle, die es nicht so mit Sprachen haben. Das Spiel wird leider nur mit englischen und französischen Ingame-Texten versehen sein. Also leider keine deutschen Texte an Bord. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht, denn ich habe euch ja vor kurzem berichtet, dass Sony die Evolution Studios dicht macht, also den Entwickler hinter der Motorstorm-Serie und Drive Club, aber die wurden jetzt von Codemasters gekauft, also einem Publisher, der eh schon sehr rennspielfokussiert ist und bleiben komplett erhalten. Yeah! So, ihr Süßen, und damit entlasse ich euch auch schon ins Wochenende. Natürlich nicht, ohne euch die letzten Videos von uns hier nahezulegen. Zum Beispiel am Mittwoch frisch online gegangen ist der Trackmania Double Driver Chaos Battle. Kevin und ich haben gedacht, komm, Teamplay ist scheiße. Wir nehmen den Double Driver Modus, der eigentlich ja als Koop-Modus, also als gemeinsamer Spielmodus gedacht ist, und machen den zum Battle-Modus, indem wir uns bestmöglich behindern. Denn in diesem Modus steuern eben 2 Leute ein Auto. Das heißt, eigentlich soll man möglichst gemeinsam lenken. Wir haben aber genau das Gegenteil gemacht und das ist ziemlich lustig geworden. Also checkt mal, das Video ist unten verlinkt. Und natürlich könnt ihr auch immer noch gucken, welche Spiele in diesem Monat neu erscheinen. Der April ist wieder rappelvoll. Der Rappel, sozusagen. Also, checkt das mal und ansonsten würde ich sagen, macht euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder.